Das Riesenrad auf dem Oktoberfest oder die Russenschaukel auch genannt, ist ein Traditionsgeschäft, das schon viele Jahrzehnte ist. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie werden es nicht glauben, das ist das Riesenrad meines Urgroßvaters Josef Esterl. Und jetzt wird es betrieben von Edith Simon und Herbert Koppenhöfer. Und die besuchen wir jetzt kurz. Wir überraschen die einfach. Wir haben nämlich gar nichts gesagt. Man hat sie nicht gebrieft, wir haben sie nicht vorbereitet. Wir gehen einfach drauf los. Sie und ich kommen jetzt mit. Hier haben wir die Frau Edith Simon Koppenhöfer. Und die Edith Simon ist meine Tante, Cousine vom Verwandtschaftsgrad her, weiß ich es nicht hundertprozentig, ist auf jeden Fall von meinem Uropa Josef Esterl die Enkelin und ich wäre der Urenkel. Und sie fährt mit ihrem Bruder Herbert Koppenhöfer immer noch und immer wieder gerne aufs Oktoberfest. 2018 ist sie wieder mit dabei. Liebe Edith Simon, was hat man für Gefühl auf der Wiesn, wenn man so lange schon dabei ist? Als Kind warst du dabei. Dass man nicht daheim bleiben kann, dass man einfach da rauskehrt. Obwohl wir sind auf der Auerduld und die ist schon sehr gemütlich, die Auerduld gegenüber der Wiesn. Dreimal die Auerduld und einmal das Oktoberfest. Und sobald das Oktoberfest aufgebaut wird und die Sonne scheint und der blaue Himmel ist, dann freut man sich auf die Wiesn. Und du warst als kleines Kind schon dabei. Du bist aufgewachsen mit dem Riesenrad. Du ja auch. Ja, sicher. Ja, ganz klar. Wir sind quasi, also du noch mehr als ich, aber ein bisschen Schausteller. Ja, klar. Und sind stolz drauf. Ich muss Ihnen sagen, liebe Zuschauer, es ist ja so, der Uropa Josef Esterl war ein Handwerker, genauso wie ich. Der Onkel Heinz war ein Handwerker, war Schreiner. Und es war gut so, hat die Tradition fortgeführt. Und man ist geteilt eigentlich, Edith. Man ist nicht hundertprozentig Schausteller und nicht mehr hundertprozentig Handwerker. Ja, ich meine, der Beruf erfordert natürlich vollen Einsatz. Da kann man nicht bloß 8 Tage Urlaub nehmen und dann rausgehen auf die Wiesn oder 14 Tage. Das fordert schon vollen Einsatz. Denn man braucht da ein bisschen handwerkliches Geschick, denn hinter den Fassaden muss tatsächlich wieder Fassade hergerichtet werden. Sowohl die Orgel als auch die Gondeln. Es muss gestrichen werden, es muss gewartet werden. Es ist ja auch nicht nur das Kassensitzen, sondern es ist die Buchhaltung, es ist die Finanzsache, es ist alles. Alles Bürotätigkeit. Edith. Und Kochen für die Mannschaft. Das genau, das gehört dazu. Arbeiten können. Und jetzt tun wir noch kurz den Herbert Koppenhöfer. Herbert, du bist aufgewachsen als Vollblut-Schausteller, ja, und hast das Geschäft von meinem Uropa, von deinem Opa und von deinem Papa übernommen. Jawohl. Sag mir doch in 3 Sätzen, was hat man in der heutigen Zeit für Gefühl als Schausteller? Ja, mei, es wird aber schwieriger, die ganzen Auflagen und das Zeug. Aber wir machen es schon noch weiter. Und im Sinn von meinem Großvater und von meinen Eltern wollen wir die Tradition schon noch weiter aufrechterhalten. Und solange ich es machen kann. Also wie viele Jahre bist du jetzt auf der Wiesn dabei? Ich bin jetzt wirklich auf der Wiesn dabei seit meinem 12. Lebensjahr. Und jetzt bin ich 72, also sind es 60 Jahre. Rechnen. Und wann war es das erste Mal heraus, das Russenrad, das kleine Riesenrad? 1925. Wir haben heuer 93 Jahre Jubiläum. 93 Jahre, liebe Zuschauer vom Promi-Geflüster und von Schau-TV. Also, da gibt es wenig Geschäfte, die so lange auf dem Oktoberfest sind. Ja, ist eines der ältesten Geschäfte auf der Wiesn. Die Grinoline zum Beispiel ist ein Jahr älter noch. Aber wir sind der Zweiten. Wir wünschen euch, lieber Herbert, der Familie Koppenhöfer, Simon, alles Gute weiterhin. Bleibt gesund und macht den Leuten weiterhin auf dem Oktoberfest Freude für die letzten vielen Jahrzehnte. Ja, danke. Machen wir. Der läuft, der ist so schwer, den bringen wir nicht nach. Riesenrad, aber die kleine Variante. Und lieber Franz, du hast jetzt gerade erzählt, Familiengeschichte gehört da dazu. Und wie ist es für dich? Wie oft bist du da schon mitgefahren mit dem kleinen Riesenrad? Oh Gott, mit dem Riesenrad bin ich natürlich schon
sehr, sehr oft fahren. Es heißt auch Russenschaukel, denn es gibt ja das große Riesenrad noch auf dem Oktoberfest. Aber mein Riesenrad ist natürlich das Riesenrad der Familie Koppenhöfer und Simon. Du musst dir vorstellen, mein Uropa Josef Esterl, der dieses Riesenrad in Auftrag gegeben hat, 1925, ja, der war für mich der, ja, der Schausteller. Und als kleiner Bursche, mein Maxi ist jetzt 10, als kleiner Bursche mit 5, 6 Jahren war ich schon mit auf der Wiesn dabei, war ich stolz. Prima, gigantisch. Jetzt darf ich mich auch wieder recht herzlich bedanken, dass wir heute wieder dabei sein durften, auch mit meinem Kameramann zusammen. Und es war wieder eine tolle Erfahrung, die wir heute wieder mitgenommen haben. Und zwar einfach auch eine schöne kleine Gesellschaft heute. Frank, dein Promi-Geflüster, das ich ja rege verfolge, darf nicht fehlen auf dem Oktoberfest. Und du bist nicht nur ein angenehmer Mensch, du bist nicht nur ein Freund, sondern du bist ein Mensch, der mit Herz und Verstand dabei ist. Und darum darfst du ja auch so viele Prominente interviewen. Nicht alle werden dir die Tür öffnen, wenn du anrufst, aber wenn sie dich sehen, dann darfst du sofort ein Interview machen. Ja, doch, also das Privileg haben wir. Und jetzt habe ich ja seit 3 Wochen, 4 Wochen haben wir jetzt einen neuen Kanal nochmal eingerichtet. Das macht unser Kameramann sehr erfolgreich mittlerweile, hat er gut gestartet. Promi-Time, also da sind natürlich die Promis auch dabei, allerdings ein bisschen in anderen Situationen. Also die besuchen wir dann mal zu Hause in Action-Situationen und. Ja. Schön. Und ich finde es auch toll, wenn du dem Nachwuchs Chance gibst. Wie heißt der Kameramann? Das ist der Benjamin. Benjamin, ein sehr schöner Name. Die Zuschauer sehen ihn jetzt nicht, weil einer muss ja hinter der Kamera sein. Genau. Darum dürfen wir jetzt davor sein. Und er ist sehr oft davor und du bist dahinter. Richtig. Benjamin, alles Gute für dich. Toi, 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 du bist der Guter. Genau, also macht sich sehr gut, muss man sagen. Und auch entsprechend mit Herzblut. Genau, das merkt man. So, und jetzt genießen wir noch ein bisschen die letzten Runden auf dem kleinen Karussell und sage nochmal herzlichen Dank und auf eine friedvolle Wiesn. Bravo, Dankeschön.